Ja, das Texturenpaket musste ich ja nun auch updaten. Ich bin froh, dass ich in der letzten Aufnahme, haben wir, glaube ich, schon in der 1.04 gespielt. Da war ich ja schon ganz froh, dass ich nicht irgendwelches Holz hergestellt habe, weil das hätte ja einen richtig tollen Grafikfehler gegeben. So, dann mal hier wieder hoch. Dann mal wieder durch. Und dann werde ich mal das Obsidian eben hier reinpacken. Salut. Sei doch 21 Stück. So ist es hell draußen. Schaufel habe ich noch. Hier, Base Force FM. Immer noch ein sehr guter Internetradiosender, Hardcore, Speedcore und so weiter und so weiter. So. Wir hier mal ein bisschen ernten. Ja, ich mache das jetzt nur noch in der unteren Etage, also. Das ist alles Blödsinn. Was ist denn da los? Wie Soundbugs hier. Dabei habe ich jetzt schon eine neue Soundkarte angeklemmt. So. Beziehungsweise benutze eine neue. Eine andere als vorher, sagen wir es mal lieber so. Okay, dann mal hier das alte Papier und mal ein paar Bücher. So, und sobald wir ein Dschungelbiom besuchen, habe ich mir eins überlegt. Für den Dschungel bin ich bereit, mir den Timber-Mod auf jeden Fall zu installieren. Denn ich habe mir das in anderen Let's Plays angeguckt, was da so abgeht. Warte mal. Sekunde. So. Und dann so. Genau. Wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, was bei anderen so abgeht, und habe gedacht, boah, nee, ey, da habe ich auch immer den ganzen Tag keine Lust zu. So, hier einfach mal ein bisschen Holz wegpumpen. Ich habe auch noch gar nicht mit dem neuen Holz rumexperimentiert. Ich habe nur erstmal irgendwelche Grafiken oder irgendwelche anderen Holztexturen eingefügt. Jetzt auch passend bei den Bücherregalen zum Beispiel. Das war vorher ja nicht ganz so passend, weil da hatte ich die CTM.png von Debitor LP benutzt, hab aber das Dr. Sommer, nein, Herr Sommer Holz noch benutzt. Und das ging gar nicht, ne? Also wem es eben aufgefallen ist, als wir durch die Wohnung gegangen sind oder durch das Haus gegangen sind, ich habe eine neue Holztextur drin. Stimmt überhaupt, das ist mir selber gar nicht aufgefallen. Habe ich eine neue? Oder habe ich jetzt die falsche Version? Nein! Da, man sieht es, eine neue Holztextur. Das geht übrigens mit Steuerung und ist der Optifine-Mod. Ne? Und diesen Running Gag, den möchte ich einfach mal übernehmen, weil auch ich mittlerweile schon PNs bekommen habe, wie ich zoomen kann. So, also wie gesagt, Timber-Mod bei Dschungelbiomen. Weil diese Mammutbäume da zu fällen, wenn ich die wirklich ganz fällen will, was ich will, weil ich dann halt mir auch hier den Dschungel gerne vors Haus holen möchte. Sorry, aber das mache ich mit dem Timber-Mod. So. Ich meine, ich habe auch überlegt, ich könnte ja normalerweise das ganze Holz in ein und derselben Farbe lassen. Aber dann gibt es wahrscheinlich Stack-Probleme. Ne, das lassen wir mal lieber. Das war gerade so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. So, das ziehe ich mir jetzt hier unten mal rein, damit ich mal einen Überblick habe, wie viel ich überhaupt habe. Holztechnisch. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, und das tue ich sowieso nicht, brauche ich ungefähr einen Stack. Abgesehen davon werde ich hier auch gleich mal, glaube ich, mal, warum sind sie denn da, hier die alten Saplings. Mal gleich wieder ein paar neue Bäume hier draußen anpflanzen. Ne, ich mache das bewusst nicht in dieser Farm, die wir da ja hinten unter unserem Haus haben, weil ich habe ja schon mal gesagt, draußen scheint es in jedem Fall mehr Saplings zu geben als drin, beziehungsweise in diesem Keller. Das ist, wie man hier sieht, also hier decayen die Blätter halt und so weiter, und da gibt es eben mehr Saplings.
Alter Schwede, aber ganz schön. Aber derbe. So, wo haben wir noch einen hier? Da haben wir noch was. Nein, doch nicht. Wie sieht das jetzt aus? 56. Ja, werden wir noch ein bisschen was brauchen. So, dann hier am runter. Bis hierhin, das reicht dann auch schon. Und dann helfen wir auch bei den alten Blättern ein bisschen nach. Ich habe auch überlegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich werde das wohl auch machen. Ich werde mir hier in unsere Welt, werde ich mir nochmal einen Alpha-Baum reinholen. Den werde ich entweder selber bauen, dann natürlich live. Einfach weil ich diese Bäume sehr lustig finde. Oder ich werde mir einfach einen aus einer Welt meiner Wahl kopieren. Ich weiß halt nicht, wie ich darauf komme, so einen Scheiß zu machen. Das hat ein bisschen was mit meinem Let's Show zu tun. Aber ja, hier wollte ich das halt auch mal eventuell machen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Oh, hier, komm, den noch weg, das noch weg. 61 Holz soll erstmal genügen. So, was jetzt hier noch an Saplings droppt. Pech. Das bleibt dann halt liegen. So, hier werden wir auch noch mal ein bisschen was aufforsten. Genau hier. Ah, vielleicht mache ich hier auch noch mal eine überirdische Baumfarm. Auch das habe ich schon mal jetzt durchgezogen. In einer Probekopie. Ja, und was hier hinten jetzt passieren wird, nachdem ich ja gesagt hatte, das mit den Eiern, das hat jetzt halt keinen Wert mehr, so wie ich das ursprünglich mal angedacht habe. Ach guck mal, hier hatten wir ja noch das Feld. Das wollten wir auch nochmal machen. Irgendwann mal. Irgendwann demnächst. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Könnte man auch mal abernten. Den Spaß gebe ich mir jetzt einfach mal. So, haben wir hier drin, haben wir hier drin. Sauber. Ja, und da habe ich dann halt auch schon mal in einer Kopie ein bisschen was getestet. Wie ich das denn am besten mache mit hier so einem Wasserfluss darüber und so weiter und einem Redstone, eine Redstone-Verbindung da hinten hin, vielleicht auch mit einer Glock und so und naja. Das würde dann bedeuten, ich habe mal so eine Glock nachgebaut, die dann 12 Stunden Real Life funktioniert auf dem Server. Funktioniert auf jeden Fall. Ne? Mir wurde gesagt, das geht nicht. Das wäre nicht möglich, aber das ist durchaus möglich. So. Ja, siehst du, dann haben wir heute wenigstens mal ein bisschen was anderes wieder geschaffen. Geschafft, gemacht. Wie auch immer. Es wird Nacht. Ich höre nicht die Grillen. Hör mal, die Grillen. Ich riech nichts. Stumpf muss man sein. So, das war schon mal erstes Stack. Jetzt kommt der zweite Stack. Mensch, ich habe noch nie drauf geachtet, wie viel ich hier eigentlich habe an Feldern. Also gut, das war jetzt ein Stack. So, hier. Feld bestellen ist in diesem Spiel echt nervig. Schade, dass das auch nicht automatisiert geht. So, das waren jetzt 128. Ja, sauber, ganzer Stack. Okay, wo kommst du denn her?
mich nicht. Na, du, weg, weg von meinem Feld. Das sag ich dir, du. Keule, du spinnst ja wohl. Er hat mich immer noch nicht gesehen. Schnell weg. Verdammt, ich hab nichts mehr zu beißen in der Tasche. So. Hier mal kurz rein. Und einmal die Schafe ein wenig glücklich machen. Dann habe ich hier jetzt nur drei drin. Das ist ja komisch. In der Kopie vorhin, die aus der Version, aus der Vorversion, also quasi die direkte Kopie. Die direkte Kopie vom Ende der letzten Folge. Ich glaube, so ist das richtig. Die habe ich halt vorhin gespielt und da waren da vier Schafe drin. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Aber die Tiere sind sowieso irgendwie ein bisschen komisch. Weiß ich auch nicht, was da nicht in Ordnung ist. Okay, dann habe ich eigentlich noch... Nee, habe ich nicht. Ach, hier sind noch 18 Bücher. Auch nicht schlecht. So, als erstes Mal brauche ich noch ein, zwei Bilder. Zwei, um genau zu sein. Die wollte ich hier nochmal aufhängen. Und dann einmal so. So, so. Und so. Und so. Ja, wie immer, es bleibt genau ein Buch über. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Bildchen. Warte mal. Wie habe ich das denn? Den weg, den weg. Und dann einmal noch. Einmal hier reingucken. Nein, das ist alles unwahrscheinlich, was ich jetzt benötige. Einen brauche ich davon und zwei Stufen. Ja, und was zu beißen brauche ich. Habe ich was dabei? Ja, Steak und sowas. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt verknallen. Wie sieht's denn aus mit Pilzsuppen? Habe ich gar nicht mehr. Ach, du ahnst es nicht. So, einmal das, einmal das, einmal das. Komm her, dann machen wir uns hier mal 64 Brote. Gar nichts los hier. So, dann, nee, den nicht, den aber. Dann haben wir mal ein bisschen altes Toastbrot auf der Hand. So, das gibt wenigstens wieder mal ein bisschen Energie. Und bei 64 Stück, da kann man auch wenigstens mal ein bisschen damit rumasen. So, den einmal dahin, den einmal dahin. Das sieht schon nicht schlecht aus, aber der muss noch hier hin. Oh, das gefällt mir schon. So, und dann wollte ich hier ein Bild hinhaben. Und zwar genau das. Ne, wer hat's erkannt? Ich hab's erkannt. Ja, das wird jetzt natürlich... Ich wusste es. Da haben wir's doch. Ne, Trivolo Let's Play. Aber da... Da. Ja, mal gucken. Machen wir noch anders, denke ich mal. So, dann haben wir jetzt gerade Nacht. Das ist gerade doof. Ich werde das doch noch hier alles umzäunen. Mich wundert auch, dass Random Mobs nicht richtig funktioniert. Das wundert mich gerade mal so ein bisschen. Ja. Moin. Tolle Wurst. So, mit dem Bett ab nach oben. Schnauze voll. So, hier einmal hoch. Hier oben habe ich sowieso drüber nachgedacht, ein Schlafzimmer hinzubauen. Aber nicht nur ein Schlafzimmer, auch noch andere Sachen. Hier soll halt nicht nur ein Schlafzimmer hinkommen. So, das Bett
nehmen wir wieder oben drunter und hauen wir es wieder dahin, wo es hingehört.